Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Aber im Ernst, mach's gut. Oh! Cool! Boom! Oh, du warst beschäftigt. Tja, wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Aber es schäumt doch dann raus. Hallo? Midley! Ich hasse dich so sehr. Ich dich auch. Kern zu 80% beschädigt. Seltsam. Ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Ich glaube, er hat recht. Was da steht. Schließ mich an. Schließ diesen kleinen Blödmann bloß nicht bei mir an. Oh, doch. Ich. Schließ den kleinen Blödmann an. Wart nicht, ihn anzuschließen. Los, schließ ich. Ihn an. Tu es nicht. Doch. Hör nicht auf sie, tu es. Tu es. Ja. Also. Geschafft, schließ mich an. Ja, fast geschafft. Sie hat ihre Kerne nicht mehr. Aus Portal. Anschließen, bitte. Jo. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern. Bereit für den Transfervorgang? Jawoll. Beschädigter Kern. Bereit für den Transfervorgang? Nein. Oh ja. Nein. Entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Was? Ja. Hol mich raus, außer hol mich ein Partmitarbeiter ist vor Ort, um die Tatauflösung. Ich kann nicht, Whitley. Lass mich drin. Was? Okay. Wo drauf? Nicht. Wo drauf? Ja, los, was? Mach es. Du weißt nicht, was du tust. Ich glaube, sie lügt. Ich weiß ganz genau, was du tust. Was ich tue. Ich werde. Wow! Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Ich habe Finger! Sie. Ja, stimmt. Du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres, nämlich einen Finger. Das stimmt. Damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Meine Rede. Also. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erstelle. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Stirb! Nicht übrigens auf damit. Ey. Das ist nicht witzig. Aber falsch ist, während ich dich abgelenkt habe, haben wir den Knopf gedrückt. Nutze den Moment der Verwirrung und drück auf den Knopf. Ich versuch's ja, Whitley. Aber dieses verdammte Mistvieh. Habe ich dir jemals gesagt, was ich an dir ganz besonders schätze? Also, als erstes, deine Lösungskompetenz. Ja, geil, ne? Ich liebe es, wie du Probleme löst, besonders in Diskussionen. Und zweitens, wie du Knöpfe drückst. In beiden Sachen mag ich so an dir, deine unnachahmliche Art, Knöpfe zu drücken und deine Überzeugungskraft in Diskussionen. Das bringt mich auf eine Idee. Whitley, ich hab's, glaube ich, geschafft. Im ersten Treffen dachte ich, das ist doch meine Frau, die so richtig gut auf Knöpfe drücken kann, wenn ja. Es darauf ankommt. Sie hat ungeahntes Potenzial von Natur aus. Eine echte Problemlösungsexpertin, die einfach nur Knöpfe zum Draufdrücken braucht. Hey, jetzt kannst du mich nur noch ansperren. Der Knopf ist gedrückt. Hab's gelöst. Zurück zur Kerntransferstation. Warte, und wenn das wehtut? Wenn das richtig wehtut? Wird's nicht, nein. Ich bin überzeugt, das wird es nicht. Glaube mir, das wird es. Nein, wird es nicht, bestimmt. Ist das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Nein. Es scheint weh zu tun. Nein, stopp, nein! Nein, nein! Geschieht hier recht, GLaDOS? Yippie! Schau dir das an, nicht schlecht, was? Riesiger Roboter, gewaltig. Bin ich nicht furchteinflößend? Schon. Oh, ja, der Fahrstuhl, den rufe ich jetzt. Fahrstuhl, komm! Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich kann dich kaum erkennen. So unwichtig und bedeutungslos. Hey! Moment, da fällt mir was ein. Wie soll ich denn da reinkommen, so riesig wie ich bin? Das frage ich mich auch. Ich hab's.
Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool. Ja, stimmt, aber du hast gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie. Ja. You're using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann's abrufen. Oh, tut mir leid, gut. Ich bin so vergesslich. Ja. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Ridley, ich... ja. sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Wieso? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ridley? Ich war das. Der winzig kleine Ridley hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt, das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein, nein! Nein! Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Ridley. Was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Nein! Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hä? Das bin ich. Ja, okay. Aber dreh dich durch, bitte. Siehst du? Was so... Das ist eine Kartoffelbatterie. Ja. Ein Kinderspielzeug. Ja. Jetzt lebt sie darin. Geile Scheiße, aber. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Kern festgesetzt und einen endlos Strang dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Nein, nein, du lügst. Du bist der Tumor. Du bist kein normaler Schwachkopf. Du wurdest so konzipiert. Aber... Ich bin kein Schwachkopf! Wow! Ja, du bist der Schwachkopf, der mich zum Idioten machen sollte. Hör auf, GLaDOS! Was sagst du jetzt? Wer ist dir der Schwachkopf? GLaDOS! Dein Schwachkopf? Wow! Nein! Ridley! Hör auf! Bitte! Nein! Ridley! Hör auf! Oh! Wieso muss eigentlich alles, was ich hier tue, mache, eine Endkonsequenz haben, dass ich runterfalle? Hi, GLaDOS! So lala! Ja, schön für dich. Das bist du. Ja? Mein Scheinapplausprozessor hat überlebt, den haben wir also. Cool. Und... Okay. Er ist kein gewöhnlicher Schwachkopf, sondern das Ergebnis der Arbeit der besten Denker einer ganzen Generation mit dem Ziel, den größten Schwachkopf aller Zeiten zu entwickeln. Okay. Du hast ihm eben die gesamte Anlage anvertraut. Oh. Geht noch. Nö. Du musst nur auf dem anderen Fuß landen. Ja, könnte dir so passen. Nein, das mache ich nicht. Oh. Oh. Der hat GLaDOS mitgenommen. Ah, oh, fuck, ey. Was habe ich getan? Wo bin ich hier? Das sieht nicht aus wie das Labor. Aber es ist gigantisch. GLaDOS? GLaDOS! Warte mal, vielleicht klappt es mit der Information, die mir das Geschützturm-Ding gesagt hat. Caroline? Ich bin auf mich allein gestellt. Schon wieder.
Ah, der hat jetzt weiter. Oh Mann. Ganz schön düster hier. Ein neuer Anstrich würde diesem Laden gut tun, schätze ich. Wheatley hat doch auch was von einer unterirdischen Anlage erzählt. Alles verbarrikadiert. Ist das das? Ist es das, was er erzählt hat? Ja, da hat er recht. Sie ist gigantisch. Wohin? Oh, ich muss einfach weiter. Ich weiß nicht mal, wo ich jetzt hingehe. Ich hoffe nur, hier gibt es einen Ausgang. Von Wheatley scheine ich ja jetzt sicher zu sein. Ansonsten würde er mir irgendwas sagen wollen. Schätze ich. Das war nicht der richtige Weg, glaube ich. Hier geht's nicht weiter. Ach, da. Keep out. Do not enter. Condemned testing area. Noch mehr Tests. Ich... Ja, da hoch kann ich. Und... Hä? Was bringt mir das denn jetzt? Ich schätze mal, ich muss wieder irgendwo in der Ferne was finden. Aber was? Habe ich sowieso schon da. Hm? Das Ganze ist ziemlich verwirrend. Testing Area. Damit bin ich dann da oben. Kann ich von hier aus was sehen? Nein. Aber es muss hier irgendwas geben. Ich jetzt in meinem Traum fest. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Vielleicht ist das ja auch einfach falsch. Warte mal. Ich kann damit nicht höher oder tiefer. Und wenn ich da oben drauf bin, kann ich nicht mal nach links oder rechts. Ich glaube, ich hab's. Hup. Ja, das sieht doch schon besser aus. Das da hinten war falsch. Hm. Und jetzt? Von hier aus? Wo denn dann hin? Ah! Das müsste es sein. Do not enter. Ja, hier bin ich auf jeden Fall noch nicht gewesen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Wenn ich hier ein Portal entere, ist das ein Do Not Enter? Keep out. Was ist denn hier? Gott verdammt.